Dadotators haben wieder hochgeladen. Welchen Anime-Charakter spreche ich? Die Stimmen von... Ja gut, das ist natürlich ein nice Spoiler. Ich habe gefragt, wie es geil wäre für die, wenn ich darauf reacte. Mach mal das in einen neuen Tab auf und lass einfach mal auf Ehrenbruder-Basis laufen. Einfach mal im Hintergrund laufen lassen, werden wir uns das hier geben. Wäre sehr, sehr korrekt. Also ich war ja auch... ich glaube, Amir war eine Woche oder zwei Wochen irgendwie vor mir da. Das, was ich bei denen aufgenommen habe, war echt crazy. Das kommt aber ein bisschen später, weil das, glaube ich, was Neues ist und die ein bisschen mehr gucken wollen, wie die das machen. Ja, das kommt. Das wird auch sehr cool werden. Das ist ein sehr krasses Video. Das kann ich vorweg sagen. Ey, Lugardi ist dabei. Win, Bro. Der ist so korrekt. Ihr wisst nicht. Also, Lugardi, der war auch da, als ich da war. Ich kannte den noch nicht. Der ist echt super korrekt. Das will man gar nicht denken, Digga. Der ist so drin in dieser Materie, Bro. Wir sitzen da so und er kommt auf einmal so zu mir. Er kennt mich gar nicht. Er sagt so, Bruder, hast du Kaiju Number 8 gelesen? Ich denke mir so, Bro, was ist der denn für ein Monster, Alter? Kaiju Number 8 einfach locker weg rausgehauen. Ich bin Fjodor. Ich bin Produzent aus Köln. Ich bin Armin. Ich bin 28. Da ist er, Digga. Ein bisschen versucht zu rätseln, warum ihr heute hier seid. Weil Steph hier ist. Die ist auch sehr korrekt. Und die kennt sich auch. Die ist auch richtig im Game drin. Die war auch bei der Aufnahme dabei. Denke ich so Richtung Animes. Um auch korrekt. Ich hab extra versucht, mir da ein bisschen zu machen, was es denn sein könnte. Momo, bist du aufgeregt? Du bist das erste Mal heute. Ja, ich bin mega aufgeregt. Ich hab richtig Dünnpfiff. Ja? Du hast richtig Bock. Ja, ich hab richtig Bock. Also, weil du glaubst, was. Es wird Anime, seien wir doch ehrlich. Sag's doch einfach, es wird Anime-Sache. Meinte, wenn Synchronsprecher sind, und wir haben beide nichts auf Deutsch geguckt und wir wären einfach am Arsch. Also ich habe ein bisschen Naruto auf dem Weg hier geguckt, aber ich weiß nicht, ob mir das was bringt oder nicht. Was sind deine fünf Lieblings? Sag schon, Sasuke! Platz Nummer 1. Ja. Musst du gleich reden. Ja. Death von Note. Bitte? Death Note. Digga, Armin, seit 10 Jahren Death Note ist on top, Digga. Dieses Schiff nicht verlassen. Spirited Away, was im deutschen Beziehungsweise zu einer Landung. Der Remix. Same Bro. Prinzessin Mononoke. Tokyo Revengers bei mir wieder richtig. Digga, Lugardi. Lugardi ist anders unterwegs, Bro. Er droppt einfach die Tokyo Revenge-Karte. Codeese, Attack on Titan, Sword of a Stranger. Bro, was ist Momo im Kochen-Chat? Was kocht Momo hier? Golden Boy, ey. Ah, Kultur, hä? Kaum einer erinnert sich an Golden Boy. Okay. Ey, das waren die guten Zeiten. Das waren die erste Folge direkt mit der Toilettenschrubb-Szene. Bleach, Hunter und... Er gibt mir auch Bleach-Vibes, Digga, sag ich dir ehrlich. Er gibt mir so Vibes, als ob er jede Sekunde das Bankai anders unleashen würde. One Piece. Was glaubst du denn, was musst du jetzt hier gleich tun? Ich hoffe, Anime-Stimmen erraten. Ihr bekommt jetzt erstmal Kopfhörer, dann hört ihr mal kurz rein. Yeah. Oh. Na, sieh mal einer an. Aus welcher Epoche seid ihr denn hier gelandet? Junes und die Datteltäter haben gesagt, ihr würdet vorbeikommen und... Ja, kommt mir wohl bekannt vor. ...versuchen, Stimmen zu erraten. Oh mein Gott! Ihr riecht zwar nicht nach Dämonen und mir kann es ja egal sein... Ist Inuyasha? Bro, crazy. Tails Zeiger! Scheiße! Alter, das ist einfach Inuyasha und der redet mit mir. Ich bin Dominik Auer, die deutsche Stimme von Inuyasha. Er hat eine mächtige Gentleman-Stimme. Krass, Bruder, sehr lange nicht geguckt, leider. Wir sind am Arsch! Digga, guck mal, dieser Momo, ne? Dieser Momo steht da so, Bruder, ich hab nur Stranger geschaut, was soll ich hier machen, Bruder? Ich hab das nur geschaut. Wir sind am Arsch. Ich hab nur Yasha geguckt. Nein, ich bin zu jung dafür. Was willst du damit sagen? Guck mal, direkt verkackt, Bro. Conan ist das Einzige, was ich auf Deutsch gucke. Deutsch. Ja, er ist okay, so ein Conan-Crack, ne? Ist nicht mehr normal. Deutsch ist underrated. Halt mal kurz noch mal deine Augen zu. Wie soll ich das machen, Bro? Wir bringen dir jetzt hier nur was rein. Nein! Nein, Digga! Mario, Bro! Mario von den Kickers! Wenn ich euch nicht sehe, dann könnt ihr mich... Hawk? David Martinez, Tanjiro-Stimme, Digga, Eden Man. Okay, wir haben Con aus Bleach, Digga. Juno. Ja gut, das ist ja Dingens. Okay, jetzt viele, viele Rollen, die einen Sprecher haben. Oh, Edward Elric, den Goat, Digga. David, war das... Ich glaube, David Turba war Edward Elric. War Mikey nicht auch der Tanjiro-Sprecher? Ich bin mir nicht sicher. Mario ist so ein Big Win. Error Max to the Feld. Mia, Digga, aus. Oder Mila Superstar? Boah. Diese Steph wird bestimmt durchdrehen, wenn die Mononoke-Sprecherin da ist. Ich schwör's nicht, ich hab so viele Jumpscare-Videos geguckt. Achso.
Oh! Wenn das jetzt die Sprecher sind, die aber Start sind. Fakt, Digga. Ich hab ein ganzes Video gedroppt, Mann. Wie war das nochmal? Yannick Endemann? Digga von Sasuke? Ich weiß gar nicht genau, wie der Name war. Da muss ich kurz genau gucken. Könnt ihr schon Figuren direkt benennen? Der Bray einfach. Halal, Bruder, das ist Haram. Wir dürfen nicht. Dieses Schwein ist auf jeden Fall von Seven Deadly Sin. Wieso fällt allen das Schwein zuerst auf? Heißt nicht einfach Piglet? Hawk, genau, stimmt. Das ist die von Pokémon. Also das ist auf jeden Fall der Mikey von... Das ist dein Bruder. Revengers. Das ist von Edgerunner, das ist von Sailor Moon. Venus? Merkur. Oh, ich fange so gut mit Astrologie. Ich habe Sailor Moon nie geschaut, muss ich zugeben. Bleach! Ja. Da, wo der seine Seele reinpackt. Und der Bruder Black Clover. Okay. Okay, bis jetzt noch nicht zerstört, okay, Gott sei Dank. Das ist natürlich unser Bruder Kamado Tanjiro. Das er ist mit Nachnamen und Vorname. Diese Mononoke. Prinzessin Mononoke, wenn ich bitten darf. Hier, das ist von... Ich bin gespannt. Ich hoffe, Lugari weiß, dass es Mario ist. Ich glaube, der Rest wird nicht mehr wissen, dass der Typ Mario heißt. Hieß er Alvin oder... Edward. Mein Name ist Alvin Elric, Bro. Sie carried Momo übertrieben krass durch diese Namen. Man sieht ja nur, sie sagt die Namen. Und ich sag euch eins, Leute, das ist nicht das erste Mal, dass Steph jemanden bei der Challenge gecarried hat. Ey, ich hab gestern noch Demon Slayer geguckt und geweint. Das ist doch der Keeper von... Kickers? Ich weiß nicht. Mario, der Torwart. Nein! Das ist... Nur, keiner wusste es. Die Volleyballspielerin. Nein, Digga, don't disrespect my goat Mario like that. Also die Figuren, deren SynchronsprecherInnen sind heute hier. Und dann müsst ihr zuordnen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch das durchschlagen wollt. Mit bisschen Glück krieg ich noch das Schwein hin, weil ich glaube, das habe ich auf Netflix geguckt und auf Deutsch. Also so richtig peinlich vor denen, so wie wir richtig uns blamieren. Aber weißt du, was das Gute ist? Wir blamieren uns zu zweit. Oh, ja, okay. Geteilter Schmerz ist doppelter Schmerz. Nein, halber. Aber der Bré, das Kuscheltier. Also ihr müsst eigentlich erstmal nur diese rechte Seite von mir aus, beziehungsweise von euch links betrachten. Die müsst ihr auf jeden Fall erraten. Die Figuren, das ist so da, wo wir sagen, ja, wäre gut, wenn ihr die erraten. Die haben alle, haben sie noch eine zweite Stimme mindestens, die sie sprechen. Und das wäre so für die Leute, die dann so mal nochmal die Extrameile gehen können und da raten, oh, das hört sich sehr ähnlich an. Es gibt Sprecher heute, die haben... Hat einen Ruf zu verlieren? Chat, werdet ihr sauer auf mich, wenn ich da nicht das erraten würde? Werdet ihr sauer auf mich, wenn ich bei einer Dattel-Täter-Challenge dabei wäre und da nicht alles erraten würde? Wäre das so? Nein, Chat! Chat, chillt doch mal! Ihr werdet doch nicht sauer auf mich! Hallo! Das ist doch kein Problem. Es ist ja nicht so, als ob ich schon da war und vielleicht verkackt habe. Oh, damn. Leute. Oh mein Gott. Na, alles fresh. Hallo. Vielleicht habe ich den einen oder anderen schon mal in meinen Videos behandelt, falls ich was Schlimmes gesagt habe. Bitte hasst mich nicht, okay? Ich liebe euch alle. Das ist so peinlich. Einfach die Kindheit, Leute, einfach die Kindheit. Ich sag euch ehrlich, ich wüsste gar nicht, wie ich da reagieren würde, ohne das irgendwie so cringe für die Sprecher zu machen. Leute, danke schön für eure Leistung, für Freezing! Alles. Kennt ihr vielleicht hier schon ein Gesicht oder so? Nackt für 5. Also du kommst mir irgendwie bekannt vor, aber kann auch so sein, dass wir uns mal so Kann nicht schlechter sein als Rocket Beans Performance, Digga. Ich bleibe dabei. Wirt ist einfach ein kranker MF, was den Buzzer angeht. Und ich werde irgendwann, wieder zu den Beans gehen und ich werde diesen Redemption Arc haben. Und Wirt muss dabei sein. Ich mach rein bei Rocket Beans, ich sage, mir ist alles egal, aber Wirt muss auch dabei sein, sonst spiele ich nicht. Okay, also ich würde gerne sagen, es ist mir super unangenehm, aber ich habe alles auf Japanisch geguckt. Digga. Wenigstens ehrlich. Und bin nicht in Deutschland groß geworden. Oh, die Karte wird alles gespielt. So erschwert. Das heißt, ich hatte nie diesen After-School-Special-Moment. Sorry, vorher schon. Okay. Person Nummer 1. Hi, Person Nummer 1. Hallo, Person 1. Das ist David Turber. Ich zitter an den Beinen, guck mal. Vielleicht gibt es im Leben keinen Gleichwert. Den Handel. Vielleicht kannst du alles aufgeben, was du hast, und bekommst trotzdem nichts zurück. Auch wenn ich nicht beweisen kann, dass das stimmt, muss ich es für dich versuchen. David to the Turba, Edward Elric. Digga, er hat eine krasse Range, ne? Ich hab's eben im Chat schon ein bisschen gesehen. Er spricht ja, Sokka ist geisteskrank performt, der Charakter ist halt auch krass so, aber das ist echt gut performt. Chaz aus Yu-Gi-Oh! Habe ich eben gelesen, auch einfach komplett random. Shia LaBeouf, ja, Digga, stimmt. Oh mein Gott! Edward, das ist mein Lieblingsmann! Er hat eine sehr geile, unique Stimme, muss ich sagen.
Sport. Okay, ey, zusammenpacken, schau rein. Also ich würde auch sagen Edward. Das gibt mir auf jeden Fall ein bisschen... Also ich persönlich würde sagen Alwin. So Sasuke-Vibes. Wie geben wir jetzt noch mal ein zweites Zitat? Meine Jungs sind am Kiosk, die Junkies. Weil SSIO für Peace sorgt wie Gandhi. Oh, Edward, Digga. Wenn wir kommen und du paar Ochsen siehst, kackst du Schwarzrotze tief in deine Karottenjeans. Du wirst von uns geohrfeigt mit Händen, die so groß sind, dass du dem Druck deine Storchbeine brechen. Ah! War das ein Rap? Was so? Den Bären. Con? Okay. Was? Ja, ja, ich bin mir sogar relativ sicher. Also davon habe ich zu wenig gesehen vom Bleach auf Deutsch. Dann hängt ihn das um? Okay, auf jeden Fall. Alvin safe, aber Con hätte ich nicht wahrscheinlich gecheckt. Du hast den Anime richtig, richtig schön gemacht. Das ist nochmal die linke Seite. Ihr könnt das jetzt vielleicht zuteilen, wenn ihr schon eine Idee habt. Ansonsten machen wir das vielleicht später. Kann ich auch später ändern oder muss ich jetzt schon? Du kannst später noch ändern, ja, ja, ja. Weil er gibt mir halt so Elfen-Vibes, aber ich weiß nicht, Alter. Nur wegen seinem. Aber Mann. Der sieht auch so aus, als würde er eine massive Ansprache halten würden. Lass den nehmen, oder? Ja, komm. So viele Zwinker, wenn wir richtig sind. Ich könnte auch drei haben. Oh! Oh. Digga, deine Stimme ist so unique. Ich komme nicht drauf klar. Er hat so eine richtig unique Stimme, ne? Auch in Bassform ist seine Stimme einfach so voll einzigartig. Ich mag vieles nicht. Und es. Yeah, baby, let's go! Es gibt nichts Spezielles, das ich mag. Ich habe keinen Traum für die Zukunft, sondern ich habe einen Plan. Und den werde ich umsetzen. Ich werde meine Familie wieder zusammenführen. Kannst du mir bitte Nachbücher? Zusammenführen? Sasuke, das wird ein bisschen schwierig. Also, ich meine, du kannst die schon aus dem Sack rausbekommen, wo Itachi die reingepackt hat. Aber ob du die wieder zusammenführen kannst? Ich bin mir so sicher wie das Arm in der Kirche. Sagt man das noch? Ich bin geschockt. Was habt ihr alle für Stimmen? Ich hatte anfangs Sasuke. Sasuke-kun. Ja, aber das Zusammenführen ist ein bisschen... Obwohl mit Itachi, vielleicht will er... Madara. Wir haben hier noch ein Rap-Zitat. Wenn ihr... Obwohl mit dem Zusammenführen, Itachi, Antwort, Madara. Digga, 10 von 10 Gespräch. Black Clover oder so. Ich überreiche dir feierlich den Bre. Ich darf zwei haben. Ja. Kannst du nur einmal... Naja, theoretisch hat er einen, seien wir ehrlich, Bro. Sasuke Uchiwa sagen. Sasuke Uchiwa. Sasuke, warte. Oh nein, he said it. Oh no, ja. He said it. Kannst du nur einmal für mich. Sasuke Uchiwa sagen. Sasuke Uchiwa. He did it, man. Ja, ja, wir haben's. Wir haben's. Uchiwa. Ich glaube, es ist Sasuke. Dann nehmen wir Sasuke. Dankeschön. Okay. Dann Person Nummer 3. Hallo. Hallo. Oh. Ich kann lachen, wie die Sonne. Oh, Digga, diese Stimme, ne? Bruder, die ist auch so goated. Das ist Hawk und hier Mila. Über Fujiyama. Und fliege wie eine Schwalbe über Fujiyama. Ich habe Miliodas! Einen Sohn, für den ich alles geben werde. Ist ich echt gebe überall. Nicht auf. Biomon! Oh mein Gott, Digga, die ist Biomon! Ich hoffe, es ist Mila. Aber ja, danke, die beiden, oder? Ich komme nur in Frage. Ich sag die oben rechts. Mononoke? Ja. Ich glaube, es ist die... Mila? Ja. Mila? Okay, was denkst du, Momo? Digga, Momo denkt sich nur, dass Demon Slayer-Folge gestern Abend lit war, Digga. Das Einzige, was Momo sich denkt. Ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben. Doch ich hab Geld, hab Frauen, hab Spaß und du musst immer noch Bahn fahren. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Na und wer sagt, was schlecht ist? Ich passe nicht in dein Konzept. Egal, mir geht es prächtig. Der Moment, als Biomon einfach mal nicht aufs Champions-Level digitieren wollte. Hawk, safe. Hawk. Ich fang an. Hey, wieso war das der ausschlaggebende Ding für die? Der zweite Platz kommt zuerst. Und sie. Danke, auch sehr krasse Stimme. Sag das nicht immer, bevor ich das sagen kann, sonst denken die Leute, ich wäre unhöflich. Wenn ihr ready seid, Person Nummer 4. Wir kämpfen immer, im hellen Tageslicht und in der Dunkelheit. Verlorene Gliedmaßen wachsen nicht einfach so nach. Also, wieso rennst du weg? Er hat so eine weiche Stimme, das passt so geil auf den Tenjiro-Charakter, aber er kann auch so voll brachial und voll so, ich weiß nicht, dreckig so auf David Martinez-mäßig, ne? Das ist so crazy. Tanjiro. Auf jeden Fall Tanjiro, wirklich die Rolle. Rip-Familie. Er ist der Sohn von Mickey Mouse? Warte mal, ist er der Sohn vom deutschen Mickey Mouse-Sprecher? Ist das Real-Rap-Scene? Auf jeden Fall noch. Natürlich Mikey. Das kann doch nicht wahr sein.
Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja, Mikey fühlt sich auch so random, Digga. Er ist einfach Mikey auch. Okay. Diese Stimme ist... Hast du noch einen zweiten Text auch? Wir wollten Ghetto-Lied auf dem Ghetto-Beat. Okay, das muss ich machen. Komm nach Wedding, dann wisst ihr, wo das Ghetto liegt. Das ist mein Bezirk. Geh von hier nicht weg, liebe meine Brüder, widme ihnen diesen Track. Junge, ich wusste, dass Tanjiro so gut rappen kann, Junge. Tanjiro, mach Tanjiro. Tanjiro, nachdem er Akaza besiegt hat, Digga. Ich hab der Blonde. Person Nummer 5? Du hast eine super Stimme. Voraussichtlich von mir. Sorry. Seht alle her. Der Dämon heißt Hass. Und so sieht es aus, wenn er von einem Besitz ergreift. Er bringt mich um. Er frisst mich bei lebendigem Leibe auf. Der Zorn nährt ihn und macht ihn stärker. Da muss ich nur mal die Bilder sehen. Ich weiß es nicht, Digga. Irgendein Sailor Moon oder so? Ja, ist bestimmt diese Mononoke, oder? Ja, Mononoke, Digga. Meine ewige Lücke. Arm out. Meine ewige Lücke. Ich würde sagen. Also ich habe Mononoke 6-mal gesehen. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Wie viel Mal hast du das gesehen? 6-mal? Okay. Ich brauche noch einen zweiten. Kurz mal lesen. Sollen wir Hip-Hop-Arme machen zum Helfen? Sie soll ja nicht rappen. Achso, okay. Ja, wir lieben Rap, Bro. Ja, jemand anders in Vibe. Wir ziehen Koks, ziehen Speed. Das Leben eines G's. Wir boxen dich zu Kartoffelbrei. Ali Murat Rashid. Stich, 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 stich. Mononoke chill mal, Bro. Stich, 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 stich. Fantastische Mononoke. Super. 100%. Wow. Bro, stich, 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 stich. Wenn das nicht die ist, wer dann, Alter. Okay, ich nehme Officer Rocky und Mononoke. Oh mein Gott, ist aber das so? Real Rap? Polizistin oder Merkur-Girl? Merkur-Girl. Ja. Ich geb dir das schon mal. Ich entscheide, dass wir die, genau, die mit Moon. Okay. Vorsicht, schnell ist ein Kabel. Der wird Produzent sein. Oh nein, kommt jetzt. Dankeschön, das kommt war super. Jetzt, Digga. Ja. Kommt jetzt, Agumon. Ist es Agumon-Time? Hallo? Wir haben sie herausgefordert, jetzt müssen wir auch spielen. Sehr schönes Hemd übrigens auch. Das ist ein super Hemd. Also, Kicker. Er ist Mord aus Madagaskar, dieses kleine Viech. Oh mein Gott. Torwart. Mario, der alte Kiefer. Er spricht Tanjiros Kree. Oh Gott, ist das geil. Ja, mit den klebrigen Händen. Mein Körper ist ein Prototyp, alles wie gezeichnet. Mein Handgelenk spielt Schlägereien, weil ich breit bin. Fetter Breitling, Anleinen Pitbulls, Wedding 65. Komm doch her, wenn du streitst. Kann es crazy diese Bleach-Puppe sein? 100%. Das ist ja. Cool, danke. Ich würde auch eher sagen, das ist die, ne? Diese Puppe. Boah, ich dachte, er lässt ihn hängen, Digga. Ich habe für eine Sekunde gedacht. Wir sind frei geboren. Wir alle. Frei. Manche glauben es nicht. Andere versuchen es wegzunehmen. Zur Hölle mit ihnen. Du hast okay. Dann spricht er noch eine weitere. Warum machst du so auf cool, du Spast? Nein, ich will nicht wissen, wie viele Tattoos du hast. Nein, ich will nicht wissen, warum deine Hose... Ich weiß gar nicht, welche Stimmen noch zur Auswahl sind tatsächlich. ...so eng ist. Warum bist du Deutscher, doch rappst auf Englisch? Alter, welcher... Ach so, ey, nur eine Scheiße. Bro, Lugatti wird das mies abusen, Digga. Er macht einfach bald einen Song featuring Aaron Jaeger. Dreamwort da gesagt, tut mir leid an alle, Alter. Ron Weasley und Aaron Jaeger haben die gleiche deutsche Stimme? Fucking hell, Bro. Ja, sehr krass, Mann. Bruder, Aaron Jaeger hat gerade deinen Line gerappt. Was wirklich Aaron zu Rainer in dem Kellner von Rebellio gesagt hat. Bro. Crazy. Weißt du, wer auch ist? Gerappt. Ich schwöre, er ist Grünboy. 100%, ja, Mann. Weil er hat diese... Der Ernsthaftigkeit. Mhm. Oh mein Gott, einfach Adam. Okay, dann war das die letzte Person. Ja, im Hintergrund wird jetzt erstmal nochmal umgetauscht. Digga, was war denn mit Armin los, Digga? Was für David Martinez, Max Felder? Dann würde ich sagen, könnt ihr euch umdrehen. Aha, aha. Ich wusste es! Warum hast du es nicht ausgewählt? Mann! Du hast absichtlich... Er ist einfach nicht aggressiv, Digga. Warum hast du dich ausgewählt? Anders gesprochen, glaube ich. Nein, echt? Digga, David Turba einfach... So, insane Stimmen, Digga, oder einfach fucking Call of Bleach, Alter, Plot Twist. Ah! Ja. Hier, 3 Stimmen. Oh, guck mal, genau. Oh, Junge, hä, alles richtig, oder was? Guck mal, wie sie aber, Digga, hier im Flex sind. Ah! Digga, alles richtig crazy. Stabil. Ohne dich hätte es nicht geschafft. Also, wir würden gerne unseren Eltern danken. Und denken, 2 habe ich falsch.
Nein, drei. Drei. Ja, drei. Sagen wir drei einfach. Komm, drei. Die Hauptfiguren habt ihr, glaube ich, alle richtig geraten. Und dann die zweite Figur, da waren nur zwei Fehler. Also auch Respekt an dieser Stelle. Ihr habt alles richtig geraten. Ami, du hast jetzt die Möglichkeit, mit dem noch mal ein kurzes Gespräch zu führen. Schaust du eigentlich selber Anime auch? Persönlich nicht. Ich krieg's natürlich mit, dass... Digga, deine Stimme ist so nice, das ist unglaublich. ...eine große Fangemeinde, eine Community gibt. Das ist cool. Und wie findest du, wenn Leute so darauf reagieren, wie ich jetzt zum Beispiel? Ist nicht irgendwie weird so... Das ist ein Zeichentrickserien, Bro, chill mal. Überraschend. Aber sehr schön überraschend. Wie machst du das dann, wenn jemand sozusagen... Der ist echt, Digga, ich schwöre, er ist wirklich, muss ich sagen, der ist wirklich in Top-Cases, Digga, in deutschen Stimmen. Ich weiß nicht, Digga, aber das, die Stimme ist so... Keine Ahnung, vielleicht ist auch einfach Edward zu krass, aber die Stimme ist so nice. Älter wird, aber du musst ja die gleiche Stimme behalten, aber dann wie älter, so denkst du dir so, ey, ich bin du, aber älter? Dann rede ich so wie du, ja. Ja, wirklich? Ist es so? Nein, man passt sich schon an. Man redet ein bisschen jünger, ein bisschen heller und später redet man ein bisschen tiefer. Und wenn du ein Stofftier sprichst? Dann stelle ich mir vor, ich bin ein Stofftier und rede die ganze Zeit so. Wow. Die hat Konso geredet auf Deutsch? Ich hab das nur im Kopf. Au, das ist cool. Ich weiß zwar nicht, ob so ein Stofftier wirklich klingt, aber so ist es auch im Original. Daran orientiert man sich. Also ich denke mir das ja nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich die Frage stellen darf, aber wen hast du lieber gesprochen? Echt? Wow. Edward Elric, ja. Jetzt auch so das hat Spaß gemacht. Ja, Elvin ist halt geil, Bro. Wie findest du so persönlich den Weg von Sasuke? So Digga, weiß er gar nicht. Also es dauerte eine Weile, bis ich verstanden habe, was mit ihm los ist. Er war am Anfang einfach immer nur sehr wortkarg und schlecht gelaunt. Es ist eine spannende Geschichte. Ich finde, es ist eine sehr ehrliche, sehr, sehr tiefgründige Geschichte, sehr traurige Geschichte. Digga, Janek, Alter, ist er voll, er gibt dir Rücken. Und als dann klar wurde, wie die aussieht, fand ich das extrem spannend, ihn zu sprechen. Und was ist so die skurrilste Stimme, die du schon mal sprechen musstest? Glücksbärchen, das habe ich auch als Kind mal gemacht. Aber das ist halt wirklich sehr klein. Ace, find mir das raus! Krass, danke auch wirklich für deine Arbeit. Letzte Frage. Schön zu hören. Also, das ist wirklich stark, so eine Reaktion zu bekommen. Das bekommen wir ja nicht so häufig. So eine pure Reaktion. Das ist geil. Ich bin wirklich damit aufgewachsen, wirklich. Also, ja, wie sehr viele andere. Aber eine Frage habe ich. Ist es Sasuke oder Sasuke? Schwierige Frage. Wir haben, der Sender hat sich damals für so die deutsche Aussprache entschieden. Ja. Im Nachgang, finde ich, hätte man durchaus die japanische nehmen können. Ne? Sasuke. Wir machen weiter mit Daniel. Sasuke, bisschen iconic trotzdem, Digga. Ja? Hallo Daniela. Hallo. Wenn du Hawk sprichst, ne? Mhm. Die isst ja einfach die ganze Zeit irgendwelche Sachen, so die liebt es. Isst du dann selber was währenddessen, damit es sich mehr echt anhört? Nein, oh, nein. Ah, okay, also das ist nicht... Es erzeugt das. Also er ist ja immer... köstlich, lecker. Wie ist es für dich, diese besonderen Rollen zu sprechen auch? Jetzt nicht unbedingt menschlichen Rollen. Ich liebe sie. Ich glaube, ich bin dafür geboren oder meine Stimme ist dafür geboren. Mir fiel das immer auch sehr leicht, auch in das Komödiantische zu gehen. Hast du auch bei Nicht-Japanisch? Digga, hat sie bei irgendeinem Bibi Blocksberg-Ding oder so gesprochen? Das kommt mir so bekannt vor aus der Ecke. Die Dinos, weiß nicht, ob du die kennst. Oh, ja, die Dinos, da ist safe. Da klingelt was. Nicht die Mama. Zu Hause. Genau. Noch. Dun, 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 dun. Ja. Genau, da hatte ich die Charlene. Stimmt. Ach, Papa, ich brauche einen neuen Pullover. Robby, du Gemüsli, Gemüsli. Diese scheiß Dinos, Digga. Am Ende sind die ausgestorben, Chat, ne? Die sind einfach krepiert am Ende, Bro. Und ich durfte dann in den letzten zwei Filmen Michelangelo sprechen. Da war ich einfach stolz drauf. Narcos kennt ihr? Ja. Ja, der. Oh, ja! Ja, der! Ja, Alter, safe. Safe, safe, safe. Hab ich den in den 70er Jahren trugen die bösen Jungs, die wir jagten, Flipflops. Boah, seine Erzählerstimme war geil, Digga, bei Narcos. Richtig nice. Was sind so die Momente, die ich wirklich erfülle und sagst, ja Mann, das ist es. Jetzt gerade so ein Moment mit dir. Das sind Momente, da erinnert man sich gerne dran. Weil, nee, muss man sagen, weil wir arbeiten in einem dunklen Studio. Wir stehen nicht auf einer Bühne, wo... Boah, Bro, ich schwör manchmal, wenn so Synchronsprecher reden, ne? Ey, Digga, ich fühl richtig diesen Pain, ne? Ich fühl richtig diesen Pain. In einem dunklen Studio sind die da, Regen ist draußen am Start, kommt ein Studio rein und die nehmen da auf mit ihrem Herzen, Alter. Als ich mal ein paar Mal mit René geschnackt hatte, René Jean-Claude, der für sowas wie Attack on Titan oder Jujutsu Kaisen verantwortlich war und auch Gojo spricht, Digga. Ich habe so sein Pain gefühlt, oder auch Chainsman, ich habe so sein Pain gefühlt, Digga, wie hart das war, daraus so eine geile Synchro zu machen. Wo ein Publikum hinterher applaudiert. Meistens hören wir auch nur etwas, wenn etwas nicht gut ist. Das heißt, wenn die Arbeit gut ist und man nichts hört, dann weiß man, okay, die Arbeit war gut. Und deswegen...
Bruder, das ist leider täglich Brot von vielen, vielen Jobs, aber ich fühle mit Pain, Digga. Freuen sich alle hier darüber so sehr, dass Leute wie ihr kommen und so viel Herz sein, ja? Leute, lasst mal die Ziege da für die ganzen Homies. Einmal die Ziege in den Chat reinballern, Guys. Nächste Person, genau. Das sind ja jetzt alles krasse Rollen. Könntest du eventuell einfach für Momo und mich einmal die Polizistin sprechen? Ich habe heute Morgen eine Schnittlauchbreze und ein Sushi-Dreieck gegessen. Mein Gott, ich kenne die Stimme. Pokémon. Oh mein Gott, aber auch mehr als Pokémon. Und war 100 pro, oder? Also bei mir hat es angefangen tatsächlich mit Sailor Mercury. Und dann bin ich irgendwann zu Prinzessin Mononoke gekommen. Ich habe einmal ein Pokémon. Hätten die Wirt von den Beans hier gehabt, Digga? Der wäre durchgedreht. Der wäre durch diesen ganzen weißen Raum gelaufen, Digga. Auch. Danke, wirklich. Respekt. Danke für diese Infos. Wirklich, das ist. Danke dir. Und ich finde es, also Respekt, wie ihr euch auskennt. Ja, das ist und schwitzt. Mario. Bist du in echt? Geralt. Was hat sich am meisten Argumon verändert in der Szene? So, würdest du sagen, von. Na, das Xen. Also, dass wir nicht mehr gemeinsam spielen. Aber das hängt mit den Ebenen zusammen, mit den Spuren, dass du dahin musst. Die Japaner machen das teilweise immer noch. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber lange haben die Japaner es immer noch so gemacht. Dahin muss, bla. Ja. Und insofern ist es ein bisschen einsamer geworden vor dem Mikro. Oh. Aber trotzdem, wenn die Atmosphäre stimmt und. Dann ist das eine wunderbare Arbeit. Zum Beispiel bin ich auch die Stimme von Daffy Duck. Und der ist, ja, nun, der ist ja nun sehr auf Pressure. Ja, du bist unaussprechlich! Zum Beispiel. Ich bin in der glücklichen Situation, also mehrere solche Charaktere zu haben. Digga, guck mal, Konstantin, guck mal, wie er ihn fühlt, Bro. Guck mal, er hat richtigen Sensei-Moment. Richtiger Sensei-Moment für ihn. Agumon, Digitierzug! Nein! Oh, das Grey! Habt ihr das Grey geahnt? Geralt, also ich frage noch mal ganz kurz nach. Du sprichst unter anderem auch bei Shrek Pinocchio, ist das richtig? Ja. Oh! Nochmal? Ich trage keine Mädchenkleidung. Oh mein Gott, Pinocchio! Bei Friends bist du Ross. Ross, David Schwimmer, ja. Nein! Ross, dieser Hund! Ich sag aber, Ross ist seine krasseste Rolle, weil ich habe Friends ja auf Deutsch geschaut und auch auf Englisch geschaut. Und ich finde beides geil. Ich finde Friends auf Englisch schon ein bisschen geiler, aber ich schwöre, ich finde Ross auf Deutsch hittet anders als auf Englisch. Auf Deutsch kommt bei Ross dieser eklige, egozentrische Charakter so geil rüber, ne? Also Ross auf Deutsch ist wirklich insane. Das ist, Bro, da hat er echt Masterclass Synchroarbeit geleistet. Rachel, kannst du mir mal sagen, wo das Baby steht? Rachel? Friends, ich sag euch aber ehrlich, Friends habe ich auch erst so mit, also wo ich schon über 20 war, geschaut. Aber ich finde, Friends kannst du heute noch gucken, ein bisschen gealtert, aber eigentlich ist der Zeitgeist noch so, dass du es echt enjoyen kannst. Oh mein Gott, wie fühlt es sich an, Eren zu sein? Ganz gut. Also so eine ziemliche Entwicklung, die Figur durchmacht. Manche mögen sie, manche nicht, die Entwicklung. Ja. Und ich finde sie ziemlich geil. Warte mal ganz kurz. Sprich mal ganz kurz normal. Ja, was soll ich sagen? Bist du Ron Weasley? Ja. Was? Das ist crazy. Einfach Ron Weasley, Alter. Aber würde ich aber gar nicht so raushören. Was soll das schon ändern? Nur weil wir gerade einen Horcrux zerstört haben. Ey, Digga, also Max, ich finde seine Synchronleistung als Eren richtig geil. Ich finde, deutschen Eren gefällt mir sehr. Aber ohne Scheiß, Ron Weasley, ich habe ja meinen Harry Potter Run gemacht vor ungefähr ein paar Monaten, 2-3 Monate oder so. Und ich war mir sicher, dass Ron Weasley mein Hidden Champion sein würde, so mein Lieblingscharakter. Und ich sag euch ehrlich, der Typ ist einfach Dreck. Also er ist nicht Dreck so objektiv gesehen, aber für mich mit meiner subjektiven Wahrnehmung, was ich mag, was ich nicht mag, ich habe diesen Bruder einfach überhaupt nicht gefühlt. Der hat für mich nur Stress gemacht und er hat Hermine gepult. Ja, Kalashni, das ist ein Achievement, ne? Emma Watson ist ein Achievement, aber der hat ja gar nichts dafür gemacht. Der war einfach da. So, der hat einfach gar nichts dafür gemacht. Er hat einfach gelebt. Oh mein. Ja, geil. Was, Digga? Einfach hier Ron? Boah, okay, zurück zu Eren. Bist du mit dem Ende zufrieden? Dürfen wir so Fragen stellen? Digga, Lugardi und sein Produzent sind so richtig, wir müssen fragen, so Ende. Aber er kennt's, ich glaube, er kennt es Ende nicht. Ja, wir würden es vielleicht nicht spoilern, aber ja. Meinst du jetzt das Manga-Ende? Ja. Kenn ich nicht. Generell liebe ich Serien, ich will nicht gespoilert werden. Und ich bin ganz schlecht darin,
auf Folgen zu warten. Das Max, pass auf. Falls du das irgendwie durch irgendwelche Zufälle siehst, wovon ich mal nicht ausgehe, okay? Wenn es dann soweit ist und ihr soweit seid und ihr das aufnimmt, ne? Dann kommst du irgendwann zu einer Szene. Ich weiß nicht, vielleicht nimmt ihr das vorher auf oder so, aber ich hoffe mal, dass Regie das so macht, dass du es am Ende aufnimmst. René, I see you. So, du wirst es aufnehmen und ich möchte nur eine Sache von dir. Ich kann sowieso nichts entscheiden, ich habe nur einen Tipp. Ja? Setz dich da kurz hin, nimm dir kurz Kopfhörer. Attack on Titan, TKT. Einfach mal alles wieder so überlegen, was passiert ist. Und dann gehst du in diese Booth rein und du nimmst einfach das auseinander. Ja, ich komm gleich. Wartet auf mich. Ist das die Adam Mikasa-Folge, die wir nicht gesehen haben? Alle vier Minuten, Season 4, Part 3, wird dieser Clip ganz sicher nicht abused. Ich würde diesen Clip doch niemals abusen. Oh, ihr habt alle diesen kleinen Unterton, der das so perfekt macht, ne? Das ist so krass, Alter. So, man denkt so, ja, Synchronsprechen kann ich auch, Alter. Ja, ist doch nicht schwierig. Aber ihr habt diese, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe unfassbaren Respekt für, was ihr macht. Voll krass. Gute Folge. Freedom for my Duke, Digga. Schlaue Idee, Bro. Ey, ohne Spaß. Ich muss das erstmal verarbeiten. Wirklich, ich muss das verarbeiten. Siehst du das, Kamera? Ja, wir sehen. Ich zittere. Wer hat dir gefehlt heute? Boah! Kim Hasper. Der Sprecher von JD aus Scrubs oder Light aus Death Note. Das wäre krank. Ich find's voll krass. Fertig, ja. Ami hat eine hoffnungslose, einseitige Romanze mit dem deutschen Sprecher von Light Yagami. Ich hätte da gerne gesehen, niemand anderen als Tim Schwarzmeier. Tim Schwarzmeier, if you know, you know. Hat sich voll und du musst dann trotzdem diesen Zugang finden. Ja, das war's. Dankeschön. Danke für diese Möglichkeit. Und ich bin krass dankbar, dass sie hier ist, weil sie hat das Interview getragen. Gecarried im Rucksack, Momo. Aber egal, dafür kannst du Demon Slayer weiter gucken. Tschüss. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr wart mit der Stimmenauswahl zufrieden. Digga, der Drip ist am Start hier. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Sprecher euch am besten gefallen hat und wen ihr von meinen Kollegen in der nächsten Sendung noch sehen wollt. Chat, wen würdet ihr gerne noch sehen wollen? Was wäre so ein Dings? Ich guck mal gleich in die Kommentare. Pommy Morgenstern ist halt krass. Siebäckchen wäre cool. Boah, wisst ihr, wen ich da gern sehen wollen würde? In allererster Linie den ersten Sprecher von Naruto auf Deutsch. Boah, würde ich für den sterben. Das wäre ein Moment, Alter. Das wäre zu krass. Marius, Dieter Klebisch. Veldora, ja. Boah, Yami Marek. Megure, Big Video von den Dattel-Täter mal wieder. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo da. Lasst das Video durchlaufen. Supportet das Ganze. Geisteskrank, dass wir weiterhin solche Videos bekommen. Ich finde die sehr, sehr geil. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie noch einen Ace in the Hole haben. Die haben noch ein Video, das ist, also das haut auf diesen anderen Level rein. Sehr, sehr geil. Sehr krasser Kanal, muss man einfach sagen. Auch sehr nette Leute. Sehr, 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 sehr korrektes und nettes Team.